Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, die USA haben gewählt und das Wahlergebnis ist für viele ein überraschendes, für manche ein Schock. Das politische Establishment ist abgewählt. Der sogenannte Politikbetrieb in Washington, das Sinnbild für viele Amerikaner, für Bürgerferne, hat verloren. Der Wahlkampf hinterlässt ein gespaltenes Land, aber auch bei manchen Menschen die Hoffnung, in Zukunft mehr gehört zu werden. Ob sich diese Hoffnung erfüllt, das bezweifle ich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Wahl ist aber auch ein Menetekel für Deutschland und auch für Bayern. Die Verhältnisse sind nicht eins zu eins übertragbar, aber bestimmte Ingredienzien dieses schleichenden Gifts für die Demokratie, nennen wir es Vertrauensverlust, das ist auch bei uns vorhanden. Schauen wir nur in Richtung europäische Einigung und EU. Viele Menschen empfinden sie als intransparent, undemokratisch und bürgerfern. Und ich sage auch deutlich, die bayerische Politik, die Politik der Staatsregierung der vergangenen 3 Jahre, wirkt erstaunlich inhaltsleer, trotz großer Herausforderungen und erfüllt auch zum Teil die vorher genannten 3 Ingredienzien des Gifts. Es herrscht eine quälende Nachfolgedebatte eines Ministerpräsidenten, der schon vor Jahren gesagt hat, dass er 2018 aufhört. Seitdem, seit 3 Jahren, führt er, wie sagt er, ist einer Ihrer Kollegen, in öffentlichen Selbstgesprächen dauernd Debatten über sogenannte Prinzlinge, Glühwürmchen, Kleinstrategen und Schmutzeleien. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das interessiert die Menschen nicht, das befördert die Vertrauenskrise. Die Bevölkerung wendet sich von solchen Spielchen ab, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was sind aber die möglichen Antworten auf diese Vertrauenskrise? Bürger, Gesellschaft, Politik müssen wieder zusammenfinden. Sie müssen zusammenrücken. Die Menschen müssen das Gefühl haben und die Chance bekommen, gehört zu werden, aktiv mitzubestimmen und das nicht nur bei einer Wahl. Deshalb müssen wir, meine sehr verehrten Damen und Herren, und das fordern wir Freie Wähler seit Längerem und leben es auch, wir müssen die direkte Demokratie stärken, meine sehr verehrten Damen und Herren. Gerade in einer digitalen Gesellschaft. Und ich nenne Ihnen ein paar Beispiele. Volksbegehren und Bürgerbegehren. Wir haben das vorgelebt in den vergangenen Jahren mit den Volksbegehren gegen Studiengebühren, mit dem Volksbegehren für G8, G9 für eine Wahlfreiheit. Und ich sage Ihnen, ehe der Zwischenruf kommt, auch ein Volksbegehren, das keine Million Unterstützer findet, ist ein Gewinn, weil sie mit den Menschen ins Gespräch kommen, weil sie politische Themen spielen. Und das bringt etwas, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir Freie Wähler stehen auch seit Langem für Volksbegehren auf Bundesebene. Wir fordern das, seit wir hier im Landtag sind, auch in vielen Anträgen. Diese Anträge sind aber immer von der Mehrheit der CSU abgelehnt worden. Wir bleiben trotzdem dabei. Und ich begrüße es, dass Sie auf dem richtigen Weg zu sein scheinen mit Ihrem Antrag auf dem letzten Parteitag für Volksbegehren auf der Bundesebene. Nur, liebe Kollegen von der CSU, dieses steht bei Ihnen schon im Europawahlprogramm seit 2009. Und seitdem sind Sie keinen Schritt weitergekommen bei Volksbegehren auf Bundesebene. Also nicht nur reden und vielleicht ins Programm reinschreiben, sondern auch tun, handeln und sich einsetzen. Ich darf noch die Volksbefragung nennen. Auch da hatten Sie, der Ministerpräsident, in dem Fall eine gute Idee. Aber die Umsetzung ist nicht vorhanden. Beispiel CETA. Da fordern wir eine Volksbefragung und die verweigern Sie seit langer, langer Zeit. Direktwahl des Bundespräsidenten. Auch das ist ein Beispiel. Ich finde, das ist kein Unsinn, Herr Herrmann, wenn Sie sich die Debatte anschauen, die im Moment stattfindet. Wenn Sie die Debatte anschauen, die Sie im Moment sehen, das ist beim Bundespräsidenten eine reine politische Taktiererei. Sie schaffen es seit über einem halben Jahr nicht, einen Kandidaten zu benennen. In vielen Koalitionsrunden agieren Sie. Haben Sie keine Angst vor dem Bürger, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Bürger, Ihr Wille, der Bürger, der Wille des Bürgers. Wohl und Wehe.
Das sind unsere Legitimationen. Das ist der Grund, warum wir hier stehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich persönlich und wir Freiwähler, wir trauen den Menschen in Bayern die Übernahme von mehr politischer Verantwortung zu. Tun Sie das endlich auch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dankeschön.